Meine Damen und Herren, und jetzt kommt ein junger Mann zu uns und viele werden sagen, wenn sie ihn sehen, der Boris. Ja, ist es aber nicht, sondern von ProSieben, mein Kollege Thomas Hermanns. Herzlich willkommen, Thomas Hermanns. Ja. Ich sehe auch aus wie Julia Roberts. Du siehst auch ein bisschen aus wie Julia Roberts. Ich sehe auch ein bisschen aus wie Julia Roberts. Und wie Harry Potter auch. Wie Harry Potter siehst du auch aus, ja. Sind wir nicht alle ein bisschen aus wie Harry Potter? Ich entschuldige mich mit dem Handy. Ja, du hast verstanden, was sie sagt? Ich entschuldige mich mit dem Handy, würde ich sagen. Sie entschuldigt sich. Habt ihr das noch vorliegen? Kriegen wir das noch hin? Aber warum, Marina, die Strenge? Ich weiß nicht. Ich lasse mir nicht in die Karten gucken. Sollen wir noch mal gucken? Heißt es, ich entschuldige mich mit dem Handy? Ich entschuldige mich mit dem Handy. Was? Es könnte sein, dass jemand nicht entschuldigt. Und ich entschuldige mich für das Lied Mandy, was eine Barry Manilow-Anspielung wäre, die keiner versteht. Mandy. And you came and you gave without taking. Was ein Lied war, was er übrigens für seinen Hund komponiert hat, ursprünglich. Wirklich wahr. Barry Manilow hat für seinen Hund Sandy das Lied komponiert. Und dann sagte der Produzent, das kommt nicht so gut an mit dem Hund, mach das mal für eine Frau. Hat er gesagt, Mandy. So ist das entstanden. Nein, es ist echt so entstanden. Eine wahre Popgeschichte. Es hieß früher Sandy, das Lied und für seinen Hund. Und dann hat das für seine Freundin. Freundin, in Anführungszeichen. Barry Manilow hat ja viele Freundinnen. Wie, der hat viele Freundinnen. Ja, so wie Ricky Martin hat er auch viele. Viele und wie? Freundinnen. Was heißt das? Ich entschuldige mich mit dem Handy. Barry Manilow ist schwul? Hast du mal gesehen, wie der auftritt? Also der hat so einen Flügel, der ist doppelt so weit wie bei Liberace. Ja. Eine Frisur, die ist doppelt so groß wie Rudolf Mooshammer. Ja. Und singt eigentlich für seinen Hund. Ich meine, muss ich mehr sagen? Muss ich dir mehr raten? Ja, nee. Ich würde niemals Schwule in meine Sendung einladen. Da hast du so recht. Ja. Da hast du so recht. Da muss ich... Da hast du recht. Das sollte man auch... Wenn man auch Angst vorm Analverkehr hat, das sollte man auch nicht tun. Ja, gibt es das Leute Angst? Ja, bei so bestimmten Hetero-Männern gibt das ja. Gibt es so. Verstehe. So, du hast ja eine Sendung. Guck mal, da rutscht er schon weg. Nee, das ist, weil der ist irgendwie, hier ist eine Gefälle. Da ist ein Gefälle. So, lass uns doch darüber sprechen, was du, den Quatsch Comedy Club kennt eh jeder. Jeder, ja? Ein Klassiker. Und wie lange gibt es den jetzt schon? 5 Jahre, wir haben jetzt bald 100. Folge. Um Himmels Willen, 5 Jahre schon. Und jetzt gibt es aber eine neue Sendung. Eine ganz neue Sendung, Pop Club. Aha. Wo wir eben solche Sachen diskutieren, wie ob Mandy für den Hund oder für die Freundin ist, was Barry Manilow privat macht. Eine lustige Sendung, Kindergeburtstag mit Prominenten rund um Popmusik, wo wir Spiele spielen. Aha, zum Beispiel? Charade. Ich habe dir was mitgebracht. Du hast was mitgebracht? Ich lasse mir aber nicht in die Karten gucken, okay, um mal Marina zu zitieren. Was für Spiele sind das? Man muss zum Beispiel Liedtitel pantomimisch darstellen. Charade kennst du von Party. Ja, ja, alle sind betrunken, keiner darf was sagen und so weiter. Achso, ich darf nicht singen den Titel? Nee, du musst ihn vormachen. Okay. Ich mach dir mal eins vor. Ja, ich zeig das mal in die Kamera. Ich mach die Augen zu. Ja? Das wäre jetzt zum Beispiel dieser Titel. Ich sehe nichts. Ist klar. So, pass auf. Achtung. Ja. Nicht ohne Titten. Was? Ohne Brüste. Nicht. Weine ich nicht. In Englisch. Without. Ohne. No. Breast. Was? No tears. Was? No breast? No tits? Was? Was? Ich nehme mal einen anderen Begriff. Ja. Okay, das war also schon mal schwer. Was ist denn gewesen? Darfst du mir das nicht sagen? Ja, doch, das sage ich dir gleich. Was? Pass mal auf. Ja, wir machen nach der Werbung weiter. Ja. Machen wir weiter. Charade. Ich fasse noch mal zusammen. Es war No Woman, No Cry. Nicht No Tits, No Tears. Ah, okay. So, jetzt müsstest du, willst du mal einen probieren? Ja, soll ich mal einen probieren? Ich habe dir ein paar Karten hingelegt, was das ist. Achso, das sind die Karten. Zieh eine und ich gucke mal weg. Ich muss es dann vormachen, oder was? Du musst es vormachen und du darfst nicht sagen, sondern nur pantomimisch darstellen. Aha, okay, ich darf nichts sagen, pantomimisch darstellen. Also hier, in die Kamera muss ich das zeigen, so kann man das sehen. Ich gucke nicht hin, ich sehe nichts. Na. So, mache ich das denn jetzt? Okay. Ist auch was wie eben dabei. So, okay.
Dancing, 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 Tanz, ja? Dancing, Ten Dancing. Dancing with Tears in My Eyes. Ja, natürlich, du weißt es natürlich. Ah, super, Ultra sensationell. Box. Ja, kleiner Applaus. Aber noch ein. Okay. ist schwierig. Irgendwie. Ja, ist auch eine schöne Show, weil auch schwierige Sachen drin sind. Das hier. Okay. Ist aber nicht einfach, also man könnte, also vielleicht. Ja. Okay? Okay, okay. Okay. Das ist nicht okay. Da muss ich glaube ich aber hier vorne hin, um das, nachzumachen. Also, Death, Punch, Knocking, Boxing, Killing, Dying, Die Me, Kill Me, War, Boxing Match, Winner, Boxer, The Boxer. Nee. Das war aber ein Match, oder? Nein, I will survive. Ja, das war aber, pass mal auf, ich habe noch ein anderes. Ja. Und zwar unser zweites Spiel, Deep Throat, ist auch ein sehr schönes Spiel in der Sendung. Da google ich dir jetzt ein Lied vor. Und du musst raten, welches Lied es ist. Aha, okay. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Titel... Ich guck nicht. Nicht gucken. Ein Traum wird wahr, meine Damen und Herren. So. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht. Ich glaube, schöner kann man das Lied nicht darbieten. Ja. So, ich bin bereit. Pass mal auf. From Sarah with Love. Ja, danke schön. Natürlich. Ja. Ich möchte eins pantomimisch noch mal vormachen. Okay. Bitte Augen zu. Okay, ich mach Augen zu. Ja. Okay. Okay. Jerking off? Was? Satisfaction. Ja, natürlich. Sensationell. Okay. So sieht das aus. Das war aber jetzt primitiv. Ja. Och, das war aber primitiv. Aber schön. Schalt sofort den Herrn Raab ab. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass du da so ein Gesicht dabei machst. Aber das ist auch mal schön.